So, und damit begrüße ich euch willkommen zurück. Hallo, Servus und Welcome zu... Da komme ich doch. Breath of Fire. Oh mein Gott, ich habe den Nebel nicht aktiviert. Aber das geht schon. So, in der letzten Folge haben wir einiges getan. Wir haben... unsere Lichtschlüssel geschnappt. Wir haben zugesehen. Ja. Wie ein Schiff versenkt wurde. Haben Schwarzpulver bekommen. Oder? Befreit durch das Schirr, genau. Und irgendwo im Norden müsste jetzt ein Fels sein, der gesprengt werden kann. Ich weiß noch nicht wo. Aber gut. Wir gehen einfach mal. Ah, ja genau, klar. Cool. So, mal schauen, wo wir jetzt rauskommen. Wartet, Erinnerung, ich erinnere mich, genau. Wer bist du? Was willst du? Ich würde euch gerne auf einem brennenden Haufen aus Leichen sehen. Ist das das Einricht, ne? Ich hoffe so. Ich muss unbedingt mich heilen, weil offenbar... Zack! Und Schlitz! Ah. Ja, genau. Naja. Okay. Gut. Ich bekomme etwas Erfahrungspunkte und Geld. Ist gut, die zwei sind tot. Ich finde das echt mal erfrischend, dass das ein Spiel ist, wo die anderen wirklich sterben. Nicht einfach nur, sie werden besiegt und verschont. Die sterben wirklich. Das sieht mir doch einigermaßen suspekt aus. Suspekt. Trollolol. Oh, ein Schiff. Beautiful. Eine Fregatte, um genau zu sein. Grüß euch. Meine Schicht ist fast beendet. Halt, wer ist da? Deine Mutter. Ach, ich glaube, Nina ist inzwischen stärker als 30. Oder? Nicht einmal. Ich Mensch, Nina. Werd mal stark. Nein. Nina ist stark genug, so wie sie ist. Vor allem, sie ist schnell. Und außerdem kommt da später dann noch was dazu. Sagen wir mal so, Nina ist bis jetzt nur ein halber Charakter. Okay, da geht eine Treppe runter. Überhaupt nicht wenig Munition gelagert übrigens dieses Schiff. Du gehst keinen Schritt weiter. Dafür sorge ich. Und der Typ neben dir? Okay. Zack. Ach, ja. Ja, das passt schon. So stark sind die Typen jetzt auch wieder nicht. Ich finde es aber erstaunlich, dass der Bogenschütze mehr aushält als der Lanzenkämpfer. Aber das soll mich mal nicht stören. Na los, geht's sterben. Ja, aushalten, der hat halt eine bessere Panzerung. Eine bessere Panzerung. Der Kahn erreicht Level 14, schön. Ein Haufen Werte gehen rauf. So. Da gibt's ein Bett. Kann ich aber nicht schlafen drin, das ist traurig. Gibt's ein paar Kisten zum Plündern? Komm ich da nicht durch? Ja, theoretisch müsste ich da auch weiterkommen, nur. Ah, naja, klar, logisch. Mann, mach die Augen auf, ohne. Ein Ritter. Du
du bist nicht nur aus Glück so weit gekommen, du bist gut, aber ich bin besser. Oh mein Gott, er digitiert zu. Irgendwas. Naja, ich bin ein recht großer Fan von Dings von Tintenfischringen. Die mag ich, die sind gut. Mach den Bernstein. Aber ich kann mich auch digitieren. Haha. Du Made. Na, das passt schon. Schließlich bin ich da und brenn rein. Und außerdem ist das, glaube ich, nicht der Bosskampf dieses Schiffes. Ist nur so am Rande. Aber als Drache ist das recht leicht. Und mit Nina, die einem heilt, das geht schon. Das ist nicht so schwer. Und Blitz. Oh, da hat ein Rage-Mod. Interessant. So viel Schaden macht er aber jetzt nicht. Also natürlich an den 1-2 Typen da. Ja. Danke. Oh, Level 19, schön. So, tot. Okay, du gewinnst. Aber warte nur, mein Bruder wird mich rechnen. Krasch. Geil. Apropos, bevor ich mich jetzt hier heile, kann ich mich hier ausruhen. Ne? Energietrank. Kann ich mich auch nicht ausruhen, okay. Passt schon. Gehen wir weiter. Soll ja auch angenehm sein. Oh, geil, plündern. Kraut. Kraut. Eichel. Eichel. Eichel sind cool. Kraut brauche ich inzwischen keins mehr. Ich habe ja die Nina. Das schreibt mir sehr nach einer Falle. Seltsam. Muss ich nicht dahin? Höchst seltsam. Naja. Muss ich jetzt hin? Bin ich verwirrt? Seltsam. Aber gut. Ich habe wohl irgendwas nicht ausgelöst, was ich auslösen soll. Ich erinnere mich, dass da irgendetwas war. Mal gucken. Tja. Hui. Seltsam. Was ist denn da falsch? Ich bin verwirrt. Naja, auf jeden Fall habe ich den Captain dieses Schiffs getötet, oder zumindest einen davon. Ich erinnere mich, da war irgendwas, weil das Schiff Boom macht. Hallo? Ist da wer? So. Da ist auch keiner mehr. Was ist denn da falsch? War's das schon? Soll ich wieder zurück nach Auria? Aber...
deren Handwerk wurde noch nicht gelegt. Mein Kopfhörer spackt langsam ab. Naja, egal. Jetzt schaue ich noch einmal runter, vielleicht hat jetzt noch etwas getan, was ich nicht glaube. Und dann werde ich mal nach Aurea schauen. Ob das das war, was ich tun hätte sollen. Aber da ist doch niemand. Ich bin verwirrt. Manchmal ist es schon sehr kompliziert, was man machen soll. Da ist nichts mehr, also. Mal ich mal schauen, was in Aurea zu sprechen gibt. Ansonsten ist mir ja schnell wieder hier. Das ist ja kein großes Problem. Das ist ja nur eine Minute des Gehens. Ach komm schon. Wirklich. Da in der Hinterhand ist auch nichts mehr. Ich bin verwirrt, das wirkt so falsch, was ich hier mache. Seltsam. Wisst ihr, ich versuche mich gerade zu erinnern, aber da war... Ich erinnere mich nur noch, dass dieses Schiff in die Luft fliegt. Der Nebel ist echt gut. Na? Es klappt! Los geht's! Was dann? Wir müssen zusammenarbeiten, um unser Dorf zu beschützen. Aha. Sorg hat die Macht des Drachen. Also, er sollte sie benutzen, um die Leute zu beschützen. Unsere Crew hat 4 Mitglieder. Lasst uns gehen. Halt! Zählst du nicht etwa mit? Natürlich! Ich kann nicht alleine navigieren. Das sollte eine gute Erfahrung sein. Halt, wartet auf mich, wer auch immer das sagt. Ah. Und das mitnehmen und beim Prima absetzen? Ich weiß nicht. Komm, je mehr, desto besser. Mir egal. Du kannst mitkommen, wenn du möchtest. Danke, ich werde euch nicht aufhalten. Ich verspreche es. Fest das Großsegel. Gut, dass wir alle wissen, wie man ein Schiff segelt. Lichtet den Anker. Ach, ist das schön. Hübsches kleines Frigettchen. Stopp, das Schiff, ihr Halunken. Ach, das sind die nur 3. Ich bin auf dem falschen Schiff. Kapitän, lass uns angreifen. Es sind zu viele. Wir sollten uns zurückziehen. Wenn wir uns zurückziehen, was wird dann mit Aurea? Das sind eh nur 3. Lass mich. Lass den Drachen los. Du Ratte, du hast meinen Bruder verprügelt. Gib mir den Schlüssel. Es gibt Schwarzpulver auf diesem Schiff. Lass uns springen und fliehen. Wir werden mit dem Schiff untergehen. Boah, mit dem Schiff untergehen ist nur eine leere Phrase für mich. Kommt, Kameraden. Wir halten sie auf. Na, für einen Fisch ist das natürlich kein großes Problem, mit einem Schiff unterzugehen. Ich hätte mich heilen sollen, aber... Ach komm schon. Wahre Kanten passiert das auch nicht mehr. Seht ihr? Damit ist der erste schon tot. Und... Oh,
nur 10 Schaden, das ist nichts. Daneben, Pflanze. Flaschenkopf. Schlitz. Töte meine Zeit. Ach, Geld da. Ja, genau. Diejenigen, die wissen, warum ich so reagiere, wissen sehr, warum ich so reagiere. Also. Na los, töte diese Bogenschützer-Sau. Er hat es nicht verdient zu leben. Mickrige Makrele. Fettwanst. So sind sie Soldat. Ein wahrer Bogenschütze. Ein wahrer Bogenschütze, das war Rebecca aus dem ersten Fire Emblem. Das war eine echte Bogenschütze. Aus dem Fire Emblem mit dem Elwood. Das war ein cooles Teil. Fire Emblem mit Elwood. Die Rebecca, die beste Bogenschütze. Ach. Diejenigen, die es kennen, wissen wahrscheinlich, von was ich rede. Oh, wir müssen fliehen, komm. Hey, entlang. Ins Deck, also unter Deck des Schiffes fliehen ist auch recht. Ja, würde ich sagen, jetzt nicht so das wirklich Gute, aber. Okay. Kommt schon. Wirklich. Töten. Au. 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 Aber gut, wenn sie auf den Chor gehen, dann, dann will ich jetzt bald. Ach ja, das ist verschwendete Kraft. Dann ist es wenigstens, ja. Ja. Da bringt es wenigstens nichts viel, wenn sie auf den Chor gehen, weil der einfach die stärkste Panzerung hat von allen. Mein Gott, der spackt ab. Egal. Es ist auch ein sehr, 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 sehr nervenfremder Kampf, ist das. Zack. Ah ja. Au. So. Wisst ihr, geht die Befehle auch sehr schnell ein. Das ist sehr schwer zu errechnen. Und tötet ihn. Und tot. Haufen Geld, Haufen Erfahrungspunkte. Oh, schnell, das Wolf ist hier unten. Jetzt damit ich. Gleich wirst du unseren Zorn zu spüren bekommen. Mhm. Ach Mensch. Wirklich. Muss das sein? Und Schlamm. Der erste ist schon tot. Und zack. 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 Au. Und tötet ihn. Nina, töte ihn. Brav, Nina. Das hast du fein gemacht. Kram bekommt ein Level-Up, das ist auch hübsch. Das, so möchte ich das sehen. Und jetzt kommt der Big Boss. So, einmal den Donnerdrachen, bitte. Einmal das Kura 2 auf mich. Du setzt das mal und du setzt einmal... Feuersteine. Da wird sie nicht viel bringen gegen ein Mastervieh, aber das passt schon. Und Elektrodrache. Nee, 40 Schaden ist es nicht so berauschend viel. Das schon mehr weh. Zack. Einmal bitte. Ja, Kura 2 auf den. Du röstest ihn noch einmal. Und einmal angreifen. So. Finde ich gut, dass die Nina einfach down heilt. Das finde ich sogar sehr gut. Zack. Ach, seht ihr, wie die schnell sterben können? Ach, ist das Traum.
nichts, aber da tut die pure 1 schon auch ausreichen. Genese. Hier. So, und den Kampf machen jetzt noch fertig und dann passt das schön. Ja, ja, gut, sehr gut. Aua. Hier. Und 200 Schaden ist schon brutal. Au. Das hat wehgetan. Stört mich aber recht wenig. Schließlich habe ich eine Nina an meiner Seite. Haha, ihr Pfeifen. Octo, hält auf. Okay. Also sein Bruder war eine Krake und er ist jetzt ein Octo. Krass. Das kann er nicht überleben. Die 200er Fotze, also... falls ihr das jetzt falsch versteht, bei uns in Tirol sagt man, ein Fotzen ist eine Watsche, ist ein... sagt man jetzt im Deutschen. Also bei uns im Tal heißt Fotzen zu Watsche. Und Watsche heißt... Da heißt das, wenn man einen ins Gesicht schlägt. Aber mit der flachen Farbe, mit der Hand. Also so ein. Oh. Wie sagt man da jetzt im Standarddeutsch? Das ist eine. Ich glaube, mir fällt das Wort nicht ein. Was ist das? Wenn ich untergehe, nehme ich euch mit. Los, schnell! Es wird laut werden. Aber lauter. Lass mich nicht alleine. Wir haben nicht viel Zeit. Ja, dann geht. Das ist eine. Eine Backpfeife. So heißt's. Schnell, kommt. Glaube ich zumindest, dass es ein Standarddeutsch ist. Ja, Stand- wenigstens deutscher als Watschen und Futzen. Sorry, Kor. Hm? Hui! Das war Dynamite! Was? Ich glaub, das... Also, ich glaube, das war etwas, stärker, ne? Oh, Effekte. Oh, werf das nicht... Werf das mir nicht vor, wenn es nicht klappt, okay? Du bist nicht bei Sinnen! Wie bitte? Sorry, wir haben nicht eine so große... des Meeres nahe bei dieser Insel. Du brauchst die Kriemen, um Unterwäsche zu atmen. Ich verkaufe sie dir für... 3, 4, 5, 6, 1 Million Geld, okay? Nein! Also, ich bin deine letzte Chance, ja. Keiner sonst wird dir helfen. Ja! Du hast nicht genug Geld. Ich nehme an, du hast... Ich nehme, was du hast und leide den Rest, okay? Ich komme zurück und bringe Krimi mit. Geht nicht weg. Ja, jetzt spielen wir Gobi. Und deshalb... Oh. Scheiße. Ja, Gobi ist scheiße. Das ist mal wichtig. Aber... Wow, was war denn das? Egal. Es ist so, dass ich ihm das ganze Zeug von mir leihen hat müssen, weil ich jetzt im Spiel meine Ausrüstung behalten darf. Dankeschön. So, und deshalb würde ich sagen, wir werden sehen, was auf uns wartet in der nächsten Folge von Let's Play Breath of Fire. Tschüss und